6 zu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sarajevo. Chaos, Tod, Zerstörung. Die Menschheit tilgt sich selbst, weil wir sie nicht bekämpfen können. Steht da. Einfache Mathematik. Aber warum in der Biologie, in der Evolutionsforschung, warum sind uns diese Wesen noch nie begegnet? Weil sie nicht zeigen wollen. Aber es muss doch irgendwelche Ruinen, Skelette, was auch immer. Lanz, sie suchen nicht danach. Aber ich suche es. Lange schon. Und ja, ich werde verlacht. Und ja, ich werde Augenrollen bekommen. Aber Lanz, wenn ich Ihnen sage, dass unter jeder großen menschlichen Siedlung ein Schlangennest ist und ich beweisen kann, Lanz, wenn ich Ihnen hier und jetzt etwas zeigen kann, was beweist, dass ich richtig liege, hier und jetzt, in Hamburg. Ja, dann beweisen Sie es. Ja. Meine Herren, trinken Sie Ihren Kaffee und Tee aus. Na gut. Bisher hört sich das einfach wie ausgemachte Hokuspokus an. Also ich war an der gleichen Universität wie er und wir haben niemals von sowas gehört. Ja, weil wir nicht gehört werden. Aber dieses Buch war auch dort. Und was glauben Sie, was noch für Bücher? Ihm wird der Kopf platzen. Was unterrichten Sie? Ist auch dort. Biologie unterrichten Sie nicht, oder? Ja. Fantastisch. Und Sie berufen sich jetzt auf Darwinismus. Zum Beispiel? Nun, schauen wir mal, was Sie sagen werden, wenn ich Ihnen das gleich zeige. Kommen Sie, Luise, kommt ihr? Ich zahle nur noch schnell. Na gut. Ich weiß, das ist alles ein bisschen viel. Wenn es zu viel ist, feiern wir heute Abend Silvester noch zusammen und dann werde ich euch nicht mehr behelligen. Aber das heißt nicht, dass ich davon ablasse. Wart ihr eigentlich nochmal wegen deinem Dankeschön. Jahrmarkt oder sowas? Oder auf dem Heiligen Geistfeld? Nein. Ich war ja, wie gesagt, 5 Jahre weggesperrt und dann hat meine Familie entschieden, nach Berlin zu ziehen und dann bei Krieg. Dann habe ich dort gearbeitet. Ich war tatsächlich nur 2-mal noch in Hamburg und nicht mehr. Ich hatte auch nichts mehr hingezogen. Zirkus Krone ist jetzt in München fest und auf dem Spielbodenplatz ist noch der Hagenbeck-Zirkus. Aber nein, ich habe Zirkus und Varieté und alles andere mit Tieren gemieden. Wobei der Zoo in Berlin ja schön sein soll, sagte mir. Habt ihr irgendwelche Polizeiakten oder so durchforscht? Ob wirklich es nicht nur ein Zufall ist, dass ein Kind vor 10 Jahren und ein Kind vor 20 Jahren von einer Schlange gebissen worden ist? Wie gesagt, ich bin erst seit einem Jahr auf dieser Spur. Und seitdem nicht mehr in Hamburg, das heißt, die Polizei hier in Hamburg konnte ich nicht befragen, was vor zwischen 1906 und 1914 am Neujahrstag, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Ja, Sache. Aber es ist ja trotzdem völliger Quatsch, dass 8 Jahre später, warum denn eigentlich 8 Jahre? Steht da irgendwas von 8 Jahren? Und ist das nur, weil es die Zahl ist, wo sich die Schlange in den Schwanz beißt? Die unendliche oder Zahl. Unendliche Zahl. Dann wäre es die 6 oder die 9 oder was auch immer und dann zufällig, ja, das kann man sich auch alles ausrechnen, dass dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist wegen Schlangen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da gab es genug andere Gründe. Ich glaube, das willst du dir nicht vorstellen. Nein, es ist einfach wahllos. Es ist genauso, wenn wir nicht sagen würde, ja, weil meine wetterfühlige Narbe, die ich damals bekommen habe, mir 7 Tage gejuckt hat. Ja, das ist doch Quatsch. Und am 8. Tag, 7 Tage hat Welt, in 6 Tagen hat Gott die Welt erschaffen, am 7. Tag in der Geruden, am 8. Tag ist der Tag der Schlange. Warum glaubst du an Gott? Nein. Materialist. Und Lanz? Ich glaube an daran, was ich sehen kann, dass ich mit meinen Händen arbeite an die Evolution. Gut, dann bin ich ein ganz Stück weiter als hier. Richard? Aber wir werden es ja wahrscheinlich jetzt nochmal bewiesen bekommen. Das hoffe ich. Wo gehen wir hin, Richard? Ich weiß es selbst noch nicht. Wir gehen in den alten Elbtunnel. In den Elbtunnel. Es gibt noch keinen alten. Ich weiß noch keinen neuen gibt. Es gibt auch noch keinen Ersten Weltkrieg. Alles. Nur den Weltkrieg. Richtig. Ja. Dankeschön. Wir gehen in den Elbtunnel. Ja.
Der Elbtunnel. 1911. Gebaut und eröffnet, also fertig gebaut. Führt tatsächlich ein fantastisches Bauwerk unter der Elbe hindurch für Fuhrwerk und Fußgänger gleichermaßen. Und ja, ihr tretet hinunter die Treppe, ihr und viele andere auch. Das muss man schon gesehen haben. Falls ihr nicht in Hamburg wart, das ist er, der Elbtunnel. Eine lange Röhre. Ja, mit schon elektrischem Licht ausgekleidet, führt unter der Elbe lang und alle 10, 20 Meter befinden sich kunstvolle Steinzeugreliefs an der Wand, die Krebse, Robben, Fische, Muscheln und Aale, aber auch Ratten zeigen, immer im Wechsel. Und Richard bleibt vor einem Relief stehen, das wie folgt aussieht. Ihr seht zwei sich kniende Menschen vor einer hoheitlichen Frau mit Hamburger Wappen auf dem Wappenrock. Neben ihr liegen zwei Löwen. Beide Bittsteller haben deformierte Schädel, eine Schlange nicht unähnlich. Und sie erhalten jeweils ein Schriftstück und einen Sack Münzen. Zu Füßen der Frau scheint ein Bauwerk zu sein, welches allerdings nicht mehr erkennbar ist. Recht wittrig und ja, ihr könnt drüber fühlen, das ist aus einem Guss. Und es ist auch das einzige seiner Art, während die Fische und auch die Krebse sich irgendwann mal wiederholen, weil der Tunnel lang genug ist, um ausgekleidet zu werden. Richard schaut sich das Ganze an, sagt nichts, beginnt aber in einem kleinen Buch noch etwas zuzuzeichnen. Das ist der Beweis. Nun. Oder der größte Zufall, der heute passiert. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Schlangennest. Nein, das ist richtig. Meine Theorie dazu. Richtig, Verzeihung. Zwei Schlangenmenschen, die Hamburg, Personifizierung von Hamburg, nicht auszumachen, wer das sein soll. Kniend. Irgendetwas abverlangen und bekommen aber Geld und Brief. Das heißt, irgendjemand unterstützt diese Brut auch noch, diesen Kult. Ja. Und Schlangen unter Hamburg. Ja, selbst Luise scheint im Gesicht ein wenig die Enttäuschung. Sie hat sich tatsächlich irgendwie gehofft, dass er jetzt eine Geheimtür aufmacht und dort ganz viele Schlangen rumwuseln und ihr vor Schrecken sagt, oh Gott, sind wir blind. Aber das ist nicht passiert und dementsprechend sieht sie wieder so fahl aus wie zuvor. Also ich meine, sagen wir so, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich Leute gibt, die daran glauben. Es gibt alle möglichen Kulte und es ist möglich, dass es Menschen gibt, die denken, dass sie in diesen alten Büchern gelesen haben und der Meinung sind, das wird alles so kommen. Und es kann auch durchaus sein, dass sie irgendwelche Kinder opfern oder sowas, weil sie der Meinung sind, dann passiert etwas. Ob das jetzt passiert oder nicht, ist ja zweitrangig. Ja, okay. Also, das ist natürlich möglich. Aber ob die dann auch, warum sollten die in Berlin auch noch sein? Gibt es da auch solche Reliefs? Da muss ich tatsächlich gestehen, habe ich so etwas noch nicht in Katakomben oder in der... Das habe ich jetzt nicht gefunden. Luise, ich will ehrlich sein. Ich halte das alles für ein bisschen verrückt. Aber am Ende sind wir dir ja auch irgendwas schuldig. Nein. Doch. Samuel, ihr seid mir nichts schuldig. Sag uns doch mal eine Sache. Du sagst, wir müssen handeln. Was ist dein Plan? Unabhängig davon, was wir davon glauben. Mein was Plan oder meine machen? Hoffnung war, mit Hilfe von Richard, da die Spuren in Berlin sich verzweigen und ich nicht weiterkam, hier, wo alles seinen Anfang genommen hat, dieses Schlangennest, von dem Richard überzeugt ist, dass es existiert, auszuheben und die Frau zu töten, die meinen Bruder verfüttert hat. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir, um diese ganze Sache abzuschließen,
zu einem Ende zu bringen, sei es ein spektakuläres Ende oder sei es einfach nur, dass wir nochmal zum Ort zurückkommen und uns vielleicht auch nochmal verabschieden können von ihm nach so vielen Jahren, gehen wir morgen einfach auf das Heilige Geistfeld und gucken, ob in diesem, dieser Zirkus, der jetzt dort ist, kein Zirkus. Also auf Heiligen Geistfeld nicht mehr, auf dem Spielbodenplatz ist der Hagenbecks Menagerie und Völkerschau. Gut. Ob es da vielleicht irgendwie eine Schlangenfrau gibt oder sowas. Oder wenn sie nach München mitgefahren ist, ich kann nicht so lange freimachen, ich kann nicht nach München fahren zum Beispiel. Nun, ich glaube, das muss nicht sein, oder? Nein, ich glaube auch nicht, dass es eine Wandertruppe in dem Sinne ist. Wir haben hier ihr festes Nest. Danke, Richard. Gut, das ist wohl das, was ich nicht verlange, aber was ich annehme. Ja, dann machen wir das doch. Morgen. Macht das Sinn, Neuerst morgen? Tag. Nun ja. Ja. Wir können auch jetzt schon hin, natürlich. Also, ich meine, wenn wir meiner Theorie nach wäre morgen wahrscheinlich das fast schon zu spät. Ja, also wir können ja zumindest schauen, ob da überhaupt noch Schlangen sind. Ja, sicher, natürlich. Ich habe nicht der Tag vor heute. Früh. Also. Ja. Ein bisschen weiter, Chat. Moment noch, ganz unten das. Ja, das ist irgendwie sowas hier. Komme ich jetzt auch nicht drauf. Gehen wir hin. Ein Sack und ein... Diese Stadt da unten? Ja, das... eine Stadt, ja, eine Stadt oder sowas. Oder mehrere Gebäude. Aber vielleicht ein Straßenzug in Hamburg. Das ist schwer rauszufinden. Du kennst dich doch hier gut aus. Ja. Sagt dir das was? Also, in dem Viertel, wo du rumläufst, hast du sowas tatsächlich nicht gesehen. Das sind, ja, zu klein. Und es ist auch irgendwie... Also der ganze Stein ist echt noch gut erhalten oder unten wurde anscheinend rumgekratzt und mit irgendwem hat er was kaputt gemacht. Ja. Was sogar auffällig ist, weil das Ding ist noch nicht so alt und die anderen Reliefs sehen ganz gut aus und da scheint mit Meißel gearbeitet worden zu sein, um da unten was wegzuhauen. Okay. Nicht ordentlich, aber oberflächlich. Was wollen wir denn eigentlich machen, wenn wir diese Schlangenfrau tatsächlich aufspüren? Ich habe eine Pistole. Hast du noch dein Taschenmesser? Ja. Luise, können wir uns darauf einigen, keine überstürzten Handlungen zu machen? Können wir wenigstens mit der Dame reden? Reden? Ich will nicht Komplize eines hinterrückten, hinterstückischen Mordes sein. Greift in die Tasche und reicht dir die Pistole. Gut. Ja. Ich nehme die an. Das ist gut. Gehen wir wieder ans Tageslicht. Mhm. Ja. Hast du schon mal geschossen? Nein. Ich auch nicht. Aber mit der Schlangenfrau werden wir auch so fertig. Zurück ans Tageslicht. Ihr dreht aus der großen domartigen Kuppel heraus, die in den Elbtunnel führt. Und ihr stellt fest, dass eine aufgeregte, schaulustige Menge sich davor breit gemacht hat. Mehrere Leute haben einen kleinen Kreis gebildet und schauen anscheinend einem Boxkampf zu, der hier auf der Straße, auf dem Gehweg, stattfindet. Jemand an der Seite, gestützt von jemand anderem, hat eine blutige Nase und hält sich ein Taschentuch drauf und ruft noch, ich wollte die beiden nur auseinandertreiben, die sind einfach wie von Sinnen aufeinander los. Wir kennen den Kerl doch gar nicht. Also anscheinend ein Freund von einem der beiden, die sich da prügeln. Wo ist denn jetzt der Schutzmann? Ruf mal den Schutzmann! Was ist da los? Richard schaut schon. Und also erkennen wir ihn? Mal gucken, also, was da genau los ist. Nein, du kennst niemanden. Da ist jemand im Anzug, der gerade auch unten liegt. Und oben wirst du sagen, ein eher kräftiger Kerl, der hier am Hafen noch arbeitet. Der dem gerade ordentlich in die Nase haut und ja, da ist schon ordentlich Blut. Frauen schreien auf, zwei Stück versuchen, auch wenn der eine schon eine blutige Nase hat, den Kräftigen wegzuhauen. Der schlägt weiter und wenn du neben dem anderen stehst, wirst du auch einfach losgegangen. Die sind einfach aneinander vorbei und dann hat der im Anzug angefangen und hat den anderen getreten und... Ja, ich versuche der Anzug ist Arzt, ich kenne den Mann, der hat sich noch nie geprügelt. Also ich bin ja schon relativ geübter Faustkämpfer auch und sowas. Schon ein paar Auseinandersetzungen gehabt. Also dann. Ich versuchte mal, ja,
Genau, also je nachdem, wie kräftig der auch erscheint und wie der drauf ist, ihn entweder halt so zu packen oder dann halt irgendwie so einen Arm zu nehmen. Und also du siehst auch, der eine wird wieder abgeschüttelt, du darfst mal einen Stärkewurf machen. Und du unter 65 wäre sehr gelungen. 35. Ja, das heißt tatsächlich das mit dem Arm, du kriegst deinen Arm zu fassen, der gerade zuhält. Das heißt, der Schwung ist noch hinten, den kannst du wunderbar mitnehmen und kannst ihn erstmal so handeln. Du siehst unten, der blutet und sowas. Und sobald er nicht mehr geschlagen wird, fängt er an, nach oben den Typ zu schlagen, den du jetzt gerade festhältst. Und du versuchst einen Sex zu ziehen und sofort kommt der mit der blutigen Nase und ein Kumpel von ihm und zieht den im Anzug weg. Komm! Das ist aber auch kein Kollege! Theo, lass das mal! Du schaust das, sieht gut aus und auch Luise. Gut. Und siehst an Alfred vorbei, siehst du in der Menschenmenge einen jungen Asiaten mit 3 Punkten über dem Auge stehen und er lächelt dich an. Luise! Alfred, was denn? Guck mal. Ja, gerade gleich. Richard? Hm? Ja, der Asiate nickt kurz, schaut dich an und dreht sich dann um und beginnt loszulaufen. Ja. Warte! Ja, und du bist schon da. Du siehst, Samuel springt sozusagen über den du gerade festhältst, du siehst ein Rennen, dann hörst du einen Schrei. Samuel ist schon der Asiate weg, Samuel ist schon leer. Einen Schrei, und dann siehst du, wie Richard sich an den Hals fasst. Mir hat was gestochen! Und siehst hinter, Samuel, du bist schon los, und siehst hinter Richard einen weiteren asiatischen Mann, der gerade einen Handschuh anzieht und 2-3 Schritte zurückgeht. Mich hat irgendwas gestochen, Luise! Ja, Luise ist weg, oder? Nee, Luise ist noch da. Samuel ist losgespurt, okay, Luise stützt gerade Richard. Alfred! Ja, gut, der Typ, wie ist der Typ so drauf? Der schnauft. Kollege, das ist nicht wert, sag ich noch. Und dann. Du schaust, also er schaut dich kurz an und hat sehr glasige Augen. Okay. Und dann kippt er auf den Boden und ist los. Okay. Und dann kommen auch schon tatsächlich Schutzmänner, zwei Stück an. Was ist hier los? Dann renn ich auch schon mal sehr los. Und du spurtest dem anderen in der Ohr. Alfred, ich brauche hier einen Arzt. Ich bin. Und während dein Asiate Richtung St. Pauli rennt, rennt dein Asiate Richtung Speicherstadt. St. Pauli, in den Gassen, viele Leute unterwegs. Du siehst ihn, er hat ein blaues Kostüm an und so einen kleinen Hut auf, schwarze kurze Haare. Ist recht schnell unterwegs, sodass du mal einen Geschicklichkeitswurf machen müsstest unter 40. 24. Wow, sehr gut. Das heißt, die nicht ausweichen, haben leider Pech gehabt. Du ja, ich rufe auch. Ich meine, ich habe eine sehr laute Stimme. Ja, ja. Ja. Halte den Chinesen! Tuk, 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 tuk. Ja, und er springt dann vorbei und du siehst auch ein paar versuchen das tatsächlich und dann ist er abgebogen, du hinterher und siehst ihn in ein Gebäude reinlaufen, liest oben Panoptikum und die Kartenverkäuferin ist bereits am Zetern. Halt! Das kostet 4 Pfennig! 4 Pfennig ja, Eintritt! 8 Pfennig, gehören Sie dazu? Das gibt's doch nicht! Ja. Das Panoptikum, das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands. Im ersten Raum siehst du außer Leuten, die dich anschauen. Erstmal historische Figuren, da sind Abraham Lincoln, Washington, Kaiser Wilhelm II. Natürlich. Wenn du Mitarbeiter siehst, würde ich dir sofort nach dem Hinterausgang oder sowas fragen. Ja. Da siehst du tatsächlich einen, der gerade Martin Luther die Mütze zurechtdrückt. Bitte? Ja, da gibt es einen Hinterausgang. Einen Hinterausgang? Ich verfolge einen Dieb, einen Chinesen. Es geht hier nur nach oben und die Lieferausgänge sind zu. Da hinten ist nur die Werkstatt. Okay. Ja, also Hinterausgang gibt es hier, glaube ich, nicht. Ja. Der Chinesen? Der muss hoch. Der ist hochgegangen. Ja, sagt ein kleiner Bub. Ja. Ja, alles klar. Ich gehe an Julius Caesar Napoleon vorbei. Gehst du hoch und befindest dich zwischen Grimms Märchen und literarischen Figuren wie Sherlock Holmes. Und du siehst tatsächlich den blauen Mantel von ihm in einen der weiteren Gänge verschwinden und bewegst dich Richtung die medizinische Abteilung. Du siehst Alltagsszenen aus Hamburg und
Dann siehst du die Spukräume. Schwere Vorhänge in Violett und Blau. Und dazwischen siehst du Frankenstein, ein Vampir und eine archäologische Ausgrabungsstätte. Und musst jetzt mal auf Wahrnehmung würfeln. Das heißt, 50-50 Chance. 77. Dann kommt der Angriff von rechts hinten. Ja, und der Asiate ist andächtig. Du bist ja kräftig genug, aber du merkst, der ist so ein schmaler, schneller, kleiner Asiate, der dich aber gerade ganz schön ins Strauchen bringt. Okay. Du fällst allerdings nicht um. Ist er an mir? Er ist sozusagen an deinen Schultern, ja. Genau. Also du kannst jetzt greifen tun, irgendwas tun. Ja. Okay. Also er wollte dich umwerfen, merkt aber, du hast doch guten Stand. Allerdings hat er auch ganz schön Kraft. Ja, ja gut, dann würde ich erstmal versuchen, einen Arm von ihm zu schnappen und ihn über die Schulter zu machen. Das kannst du machen. Dann mach mal bitte Stärke. 87. Nein. Du schnappst dir den Arm, auf jeden Fall, und merkst, dass er sich deinen Arm schnappt und tatsächlich wegdreht. Mhm. Der Typ ist mächtiger als Lanz. Ja. Also, ja. Und er weiß, wie man Hebel einsetzt. Da er Hebelkraft und dann sein anderer Arm in Richtung ins Gesicht und siehst aus dem Ärmel, siehst du etwas sich winden und auf dich zuschießen. Jetzt brauchst du Geschick. 28. Sehr schön. Und wow, der Kopf zur Seite und du siehst tatsächlich eine kleine eine Schlange, die in deine Richtung geschnappt hat und du strauchelst. Und ja, ganz kurz, er hat eine Schlange im Ärmel, er kann einen Schritt zurückfahren, dann greift er Richtung die Mumie und die Mumie fällt auf deine Richtung. Gut, Wachs ist nicht so schwer. Und dann hörst du Schritte, wie er weg ist. Hinter dir kommt der Typ angelaufen. Ist er das? Ja, das ist er da. Ja, er hilft dir mit der Mumie hoch. Richtung Werkstatt anscheinend. Da hinten geht's nur raus zur Werkstatt, aber da dürfen eigentlich nur Angestellte hin. Ja, ich kann trotzdem nicht. Ja, du machst nur Angestellte! Läufst hinterher und ja, der Werkstattraum. Ich ziehe schon mal mein Taschenmesser. Ich meine, das ist jetzt nicht sehr große Klinge, aber. Also ist immer noch dasselbe wie damals? Nee, hast du auch nicht. Es ist also tatsächlich, also eigentlich ist es auch realistischer, also ein Schweizer Taschenmesser, das ist glaube ich schon so scheiß teuer. Das ist deshalb, du hattest damals so ein Springmesser oder so, habe ich hier. Zum Aufklappen, manchmal so. Okay. Du musst ja mal ein Seil durchschneiden. Ja, genau. Also, genau, ein kleines Taschenmesser hast du. Aber schon und dann ein richtiges Messer. Genau, hier siehst du Mannequins stehen, die als Vorlage dienen und ja, die großen Wachsblöcke und die Schmelze. Und erneut scheint er dir entkommen zu sein. Allerdings weißt du ja, es gibt hier nur einen Lieferantenausgang, der versperrt ist. Das heißt, raus kann er eigentlich nicht. Gut, gibt es irgendwelche dunklen Ecken irgendwo, wo er sich verstecken Jetzt könnte? Jetzt weißt du ja, was er so ungefähr vorhat, genau. Und nochmal Aufmerksamkeit, nochmal auf die 50-50, unter 50. 90. Diesmal siehst du ihn, komm, rechts hinten. Nein, nein, er ist über dir und er lässt sich fallen und hängt dir um den Hals, auf dem Rücken. Und du weißt, in seinem Ärmel ist etwas, was dir in den Nacken beißen kann. Gibt es irgendwo eine Säule oder irgendwas anderes, wo ich ihn dagegen kann? Allerdings das, ja. Du kannst rückwärts gegen größere Wand. Schmeiß ich mich wirklich Stärke. Mit ziemlich viel Wucht, weil ich glaube schon klar, dass es vielleicht besser ist, mir ein bisschen den Hinterkopf anzuhauen, als die Schlange abzukriegen. 30. Ja, mit Stärke rammst du gegen die Wand, die hinter dir ist, die nicht besonders stabil ist. Doch keine Steinwand, sondern tatsächlich einfach nur eine dieser Kulissenwände, die bemalt sind. Brichst hindurch und verlierst den Halt und er hält sich nach wie vor nicht. Dann hörst du einen kurzen, spitzen Schrei und spürst Hitze und windest dich zur Seite und siehst, wie das Männlein in geschmolzenem Wachs langsam aber sicher untergeht. Die Schlange noch raus, er zappelt und mit jedem Zappeln. Ich versuche rauszuziehen. Nochmal Stärke. 80. Ja. Ist das heiß? Ja. Versuch es nochmal irgendwie. Greifst du Instincts rein? Jetzt musst du langsam ins Wachs greifen. Ja, klar. Ja. Ich meine,
Okay, hat er erstmal noch nicht viel gemacht, sagen wir mal, was ich jetzt von dem ich weiß. Ne? Okay. 27. Oh, damn, ist das schmerzhaft. Ja, du greifst in eine flüssige Kerze rein und ziehst ihn raus. Der Mitarbeiter kommt wieder. Deshalb nur für Mitarbeiter. Ja, und isst ihn raus und ja, er kotzt sich aus und kriegt gerade sehr schwer Luft mit flüssigem Wachs in der Lunge. Ja, ja, okay, wenn er eingeatmet hat, dann schon gut. Ja, 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 also Luftröhre und Dings und sowas. Und also ist er jetzt gerade wirklich am Krepieren? Ja, er ist gerade am Krepieren. Ja, ja, damit kann man nicht mehr viel machen, wenn er eingeatmet hat. Ich ruf mein Chef. Ja, und der Überfallmitarbeiter geht weg und du hast die Hand versenkt und siehst irgendwo einen Wasserbottich, wo du so reinhalten kannst, ja, tatsächlich, und das Wachs abbröckeln. Und dann siehst du hier. Ja. Ich würde aber auch gehen. Und du siehst, dass in seinen Augen die Pupillen zu schlitzen. Ich nehme an, es ist jetzt nichts, was man schnell in seine Taschen mal gucken kann. Weil ich meine, er ist voll mit Wachs. Ja, einfach. Schwierig, ja. Ja. Flüssiger Wachs. Also dementsprechend, ich gehe. Ja. Weißt du, als Arbeiter ist es nicht so gut. Als Kommunisten noch mit dazu, nein, damit er schnell mal was angehängt. Richtig. Ja, an dir vorbei kommen zwei Leute und anscheinend der Chef. Wehe, sie haben jetzt Thomas Edison da hinten kaputt gemacht. Ja. Und dann bist du draußen. Mhm. Du darfst St. Pauli. Grüßt nochmal. Nee, gebissen wurdest du tatsächlich nicht, nur ein bisschen verbrannt. Speicherstadt. Ja, die zweite Verfolgungsjagd führt durch die Speicherstadt. Da oben. Ja, durch die Backsteinschluchten durch, an Klinkerfassaden vorbei. Tee- und Gewürzkostkisten werden übersprungen. Dann geht es über einen kleinen Kaffeedampfer hinweg und einen Lastkram entlang. Es zerrt an der Ausdauer, aber du siehst ihn. Er ist schnell, er ist wendig, er ist wie so ein kleiner Affe, der sich tatsächlich auch an irgendwelchen Seilen eine Etage höher hieft. Und die Speicherstadt ist ja nicht nur zwei riesige Straßen an wunderbaren Backsteinhäusern. Nein, sie ist ja zweigeteilt. Die eine Seite ist zu Land begehbar, die andere sind Fleten, das heißt nur zu Wasser erreichbar. Und das scheint er jetzt erreichen zu wollen, denn er biegt irgendwann ab durch eine der Teekontorhäuser hindurch. Und du musst mal auf Ausdauer würfeln, um Schritt zu halten. Bei dir ist die Ausdauer nicht so hoch, das heißt 97. Unter 40 hätte ich jetzt gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Du drehst dich um, hinter dir Luise, du hast 3 Meter in zurückgelegt. Du bist schon ein bisschen gelaufen. Ja, vom Hafen zur Speicherstadt ist eine ganz schöne Strecke zu spurten. Du machst langsamer und du siehst auch, er macht langsamer, als er sieht, er kommt nicht mehr mit. Es ist tatsächlich 3 Punkt. Es ist tatsächlich 3 Punkt und ich krieg dich noch. Irgendwann. Und er geht normalen Schrittes durch das Teehaus hindurch. Grüßt ein paar Landsleute, die da auch arbeiten und verladen. Und ein bisschen aus. Sich nochmal um. Gehe langsam ins Teehaus. Ja, dir kommt einer vorbei, anscheinend ein Vorarbeiter. Können Ihnen helfen? Ja, ich muss zu diesem Mann da. Zu wem? Ja, da laufen so viele rum. Zu dem Chinesen mit den 3 Punkten im Gesicht. Hat einer von euch 3 Punkte im Gesicht? Nein, 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 nein. Der ist da eben gerade ins Teehaus. Ja, wenn sie müssen, dann müssen sie, ne? Ja. Bitteschön, lassen Sie aber nicht mal einen Chef kriegen. Hier kann nicht jeder einen ausspazieren. Ja, ich behalte sie im Auge. Ja, und der behält dich auch im Auge, während du tatsächlich wieder zur Luft kommst und schaust. Ja, viel Betrieb, viele Kisten werden verladen und draußen fährt ein Schiffchen vor anscheinend und da siehst du auch auf die Fleet raus. Das könnte natürlich hier mal eine schöne Speicherstadt, da sind die Wasserstraße zwischen den zwei Fleeten hindurch. Und ja, da steht er in einer Tür. Wie heißt du? Du kannst nicht sprechen?
Warum hast du gelacht? Kannst du es ausschreiben? Kannst du mich verstehen? Erinnerst du dich an uns? Von vor 20 Jahren? Ja, richtig. War das damals in dem Zelt deine Mutter? Oder deine Chefin? Aber du kennst sie. Du weißt, von wem ich rede. Ja, er nickt. Kannst du uns zu ihr führen? Er lächelt wieder und dann stößt eine kleine, gespaltene Zunge durch seine Lippen. Und er dreht sich um. Du bist nah genug, noch greifen zu können, falls du das versuchst. Also mit zwei Schritten, mit Geschick könntest du noch nach ihm greifen. Auf zumindest. Jeden Fall würde ich es probieren. Ja, bitteschön. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also er will nämlich jetzt den nächsten Schritt tun. Ja. Okay, wunderbar. Dann schnappst du eben sozusagen am Schlawittchen. Ja. Ja. Und du merkst, wie irgendwas mit seinen Schultern passiert. Er aus den Ärmeln raus in die Fleet fällt. Und du hast seinen Mantel an. Seinen kleinen blauen. Okay. Ich bin erstmal einen ganz kurzen Moment regungslos. Und dann würde ich seine Taschen durchsuchen. Ja. Die sind wachsfrei. Und tatsächlich findest du ein kleines Faltpapier drin und einen, ja, du würdest sagen, genau, würfelgroßen Stein, einen grünen, ovalen Stein, der schimmert. Und das kleine Faltpapier ist ein Lageplan von Hagenbecks Tierpark. Hm. Hagenbecks Tierpark ist zu der Zeit noch preußisch. Das ist in Stellingen, das ist noch nicht eingemeindet. Allerdings ist es... der große, ja, und tatsächlich berühmte Tierpark, der bald den Zoologischen Garten bei Pflanzen und Blumen ablösen wird, sobald es Hamburger Eigentum wird. Und genau, diesen Fallplan hast du. Ich würde mich schlicht und ergreifend zurück auf den Weg machen. Na, Chinesen gefunden? So halb. Wir haben hier genug, wenn du einen willst, nimm einen mit. Sehr lustig. So, das lacht nie, ihr habt nichts zu lachen. Ja. Und dann geht's weiter. Schönen Tag noch. Ja, und dir auch.